Wir beide suchen einen neuen WG-Mitbewohner. Und zu unserem großen Glück hat sich unter anderem die Claudia beworben. Komm her, Claudia. Ja, hi. Ich bin die Claudia. Das ist eine super schöne WG hier und ich bin sehr gespannt, was die ganzen Mitbewerber so alles tun würden, um hier einzuziehen. Hallo! Hi! Komm durch! Hi! Ich bin Svenja, grüß dich. Schön, dass du da bist. Und darf ich dir die Jacke gemeinsam weglegen? Super, danke. Ja. Schuhe ausziehen. Du fühl dich da bitte frei. Ich habe auch dir besorgt. Die sind gewaschen. Die kann ich dir über die Schuhe stülpen. Ja. Hi. 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 Hi, Claudia. Hi, Oskar. Ich bin auch eine Bewerberin. Also. Ach so, okay. Ja, genau. Komm. Habt ihr Lust auf einen Apfel? Soll ich euch einen Apfel schälen? Nee, danke. Svenja. Was denn? Also, ja, setzt euch. Ja, wollt ihr was über euch erzählen so? Hallo, ich bin die Annika. Ah, wie süß. Was hast du studiert? Volkswirtschaft. Ah, okay. Finde ich auch so total spannend. So mein Ding. Spannend. Und ja, muss man mögen. Ich bin 28 und habe Fototechnik studiert. Ach krass, cool. Ja. Ich bin Fotografin. Ach nein, wirklich? Ja. 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 Okay. So kreativ arbeiten. Ja. Mega cool. Was für eine Kamera? Ich habe die neue 5D Mark IV. Boah, ich würde nämlich auch super gerne. Ich habe die 6D. Ja, auch voll gut. Ja, ja, aber gegen deine Kamera stinkt die natürlich auch. Okay, ja. Mega gerne mal mit der Fotografie. Ja, klar, kannst du mal, wenn ich hier einziehen darf. Ehrlich? Ja, klar. Ja, das wäre mega cool. Ja. Also wir haben ja auch gesagt, dass wir sehr auf Sauberkeit achten, weil das immer Streitpotenzial ist in der WG. Und da hatten wir uns einfach überlegt, ob ihr vielleicht mal spülen könntet. Vielleicht du spülen, du abtrocknen. Hm? Ja. Würdet ihr es machen? Ja. Ich habe direkt auch ein Gläschen, da kannst du in den... Ach. Wäre das okay, dann könntet ihr das direkt auf den also, spülen. Mitten spülst du gerne? Wer spült gerne? Also das wäre jetzt gelogen, aber ich mach's und mach's auch ordentlich. Okay. Und vielleicht, dass ihr einfach so nicht so viel Wasser benutzt. Ja, dann ist ja eh erzgestellt. Genau. Ja. Da steht das Zeug. Habt ihr dann für jeden Bewerber noch mal extra gegessen, damit man was zum Oder macht jeder was anderes? Einer Staubsaugt? Nee. Dann, ja, viel Spaß. Gott, das müssen wir hier abwaschen, oder was? Ja, das finde ich eigentlich ganz nett. Also. Ja, das wird man schon mal getestet, ne? Genau, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das will. Ja, ist voll strange. Dass, vor allem, dass die jetzt auch gehen. Ich glaube, ich muss nicht. Naja, wo kommt dein Name her? Du bist irgendwie Spanier oder was? Genau, ich bin, also meine Eltern sind Spanier. Ja, ach genau. Cool. Dann sind wir zweifelt auf der Suche. Willst du abtrocknen? Ich weiß nicht, ob es ein Test ist. Weiß auch nicht. Ja, wahrscheinlich ist es ein Test, ne? Als spanischer Macho, da hat man bestimmt auch keinen Bock auf Spülen, ne? Och, doch. Das geht schon, genau. Aber eigentlich gibt es ja einen Stöpsel. Weiß auch nicht. Ach nee. Vielleicht ist das auch ein Scherz. Vielleicht war ich Hallo? Sorry, du bist stören. Was denn? Also ich glaube, ich habe mich da ein bisschen überrumpeln lassen, aber das ist, glaube ich, nichts für mich. Was möchte ich ehrlich sagen? Ja, jetzt hier Geschirr spülen. Ich glaube, jeder weiß, wie man Geschirr spült. Ich verstehe, was ihr meint, aber irgendwie war mir das gerade ein bisschen unangenehm. Bringst du denn manchmal so spanische Sprüche zum Flirten oder so? Oh! Scheiße. Oh, oh, oh. Oh. Ja, ihm ist das aus der Hand gerutscht, als er mir das rübergegeben hat. Oh, ist das euer Ernst? Das Ding ist, das Schlimme ist, es ist eigentlich okay, jedem passiert das, aber das Ding ist, es gehört Cord, wir haben ja noch einen dritten. Der findet das gar nicht witzig. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt die sind, die er sich an die Wand hängen wollte. Oh. So ein Teller war das. Ja, geil, die wollte ich auf jeden Fall auch. Echt? Sind das die? Hast du zum ersten Mal gespielt jetzt? Oder hast Ach, du, komm, du stehst mit deinem Schuh. Du hast schon mal gespielt. Nicht, dass du dir wehtust. Ich finde es auch nicht fair, dass du ihn jetzt verurteilst, weil letztendlich hat sie versucht, das meinen Kindern im Kindergarten auch mal zu sagen, dass das Petzen bringt uns halt nicht weiter. Also du hättest ihm auch die Möglichkeit geben. Ach so, ja, weil ich bin immer sehr ehrlich einfach. Ja, das finde ich auch gut. Ich habe einfach nur gedacht, so jeder soll eine Aktion machen, so, ne, für dieses Casting. Wir haben uns da auch überlegt, damit es nicht so ein 0815-Ding wird.
das irgendwas zu machen. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Bleibt in Erinnerung. Also ich mag dir gar nicht sagen, was ich mir eigentlich ausgedacht habe. Ich bin ja Kindergärtnerin und deswegen übertrage ich sehr viel auch mein normales Leben. Unter anderem finde ich zum Beispiel wichtig herauszufinden, ist der Mensch, der jetzt hier einzieht, ist der zum Beispiel auch, ist der ehrlich, ist der ehrgeizig und ist da so ein gewisses Band zu spüren? Und ich hätte zum Beispiel Topfschlagen vorgeschlagen. Was findest du jetzt lustig? Ja, ich weiß auch nicht. Magst du Topfschlagen mit mir spielen? Unbedingt. Ja, von mir aus gerne. Ja, lass uns Topfschlagen spielen. Los geht's. Komm, und er lacht jetzt schon, Anna. Was ist denn dein Problem? Alles gut. Aber nicht so viel gemeiner als geworden. Nur ein bisschen gemeiner. Okay, ihr macht das. Ihr klappt. Aber fair ist toll. Wärmer. Achtung, Achtung, ich will nicht, dass du irgendwo gegenkommst. Lau, ja, wärmer. Ich muss mal gerade mega dringend pipi. Ich bin sofort wieder da, sorry. Nein! Du, wo ist denn die Kollegin? Ja, aber hast du geschummelt, während die Kollegin weg ist? Wieso? Hast du geschummelt? Jetzt war ja keiner im Raum. Wo ist sie eigentlich? Sie meint, sie geht auf Toilette. Oh nein, Ich muss total dringend auf Toilette gehen. Ist ja gar nicht auf dem Boden, ne? Ich bin nie im Leben angekommen. Ich habe so eine schwache Blase. Ich muss halt immer sofort gehen, sonst pisse mir in die Hose. Ja, ich kenne das auch. Also belagerst du das Klo relativ häufig? Also ich habe, muss man ja auch sagen, wenn man zusammen eine WG zieht, ich habe so eine leichte Inkontinenz. Und aber ich gehe, also ich habe natürlich... Kriegst du dann so Slips oder wie? Ja, genau. Okay. Ich meine, letztendlich jeder ist der Mensch und wenn der Körper nicht mehr so mitmacht, dann finde ich das ganz, ganz schwer, dass du dazu stehst, muss ich sagen. Das nicht. Hi. Oh nein, ihr Mann! Hey. Das ist der Kurt, das ist doch unser Mitbewohner. Hi. Achso, ja, genau. Hi! Wer ist denn die Maus? Hi! Hi. Brittany! Hi, hey. Brittany! Hi, Claudia! Hi! 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 Hallo! Unser Neuer! Hi, Brittany! Hi! Grüß dich, mein Lieber! Brittany, meine neue Freundin. Ich war gestern, könnt ihr mir noch was Junges, ne? Sie redet leider nur Englisch, ich verstehe kein Wort, alles schon verlernt. Und ist auch egal, sie sieht ja gut aus, ne? Ich habe da wieder ein schönes Modell mitgebracht für euch. Gut. Ich bin nicht so gut im Englisch, weißt du? Ach so. Ja, schon lange her, eingerostet. Vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen. Gerne. Und ein paar... Ein paar Sätze Übersetzer spielen. Kann ich gerne machen. Vielleicht könntest du ihr sagen, Gott, wie süß dass ich einen super schönen, wundervollen Abend mit ihr verbracht habe. Ah, okay. He had a wonderful evening with you. Oh, thank you. I feel the same way. Ich fand's genauso. Excuse me, can you please tell him I'd love to spend the evening with him again, have dinner with him. sie würde sehr gerne mit dir auch den nächsten Abend verbringen. Oh mein Gott! Ja, aber so fest wollte ich es jetzt auch nicht haben. Nicht? Also mein Interesse ist jetzt auch nicht so groß. Weißt du, ja, ich bin da vielleicht ein bisschen Womanizer oder sowas, wo sie mich da sieht. Aber ich bin ja auch im Alter, sie ist doch viel zu jung für mich. Also weißt du, vielleicht mir ist das jetzt auch ein bisschen peinlich. Ich kann es hier human vielleicht beibringen, dass ich sie doch nicht wiedersehen möchte. Oh, okay. Oh Gott, viel Spaß. Ja. Achso, das ist natürlich schwierig. Du sagst nette Sachen, so Sachen sage ich nicht. Sagst du nicht? Gut, das ist jedes aber Mal komm. Das Gleiche. Aber jetzt mach doch, du weißt, wie soll ich das sonst loswerden? Ich will mich mit dir nicht mehr treffen. Das ist nicht mein Problem. Nee, ich sag nur Liebe. Aber du musst davon ausgehen, ich habe hier das Monopol für die Hütte. Wenn du das Zimmer haben willst, dann musst du schon ein bisschen mitnehmen. Ja, jetzt komm nicht so. Nee. Dann übersetze ich das. Nee. Komm jetzt zu mir, bitte. Komm, jetzt mach doch. Aber du hast gesagt, du hattest so einen schönen Abend. Und dann ja, habe ich ja, aber ich habe jetzt Menschen, also sie ist. Lieb. So, weil ich really liked, as I said, the evening yesterday. Yeah, I know, thank you. But yeah, well, unfortunately,
he thinks you're a little too young for him, and he didn't really say that. Perhaps he's more interested in her. I don't know. It seems like that. Is it? He thinks that. You're making that up. I'm not making it up. No, are you kidding me? Are you fucking kidding me? Did he really say that? I don't think he said that. What? Come on, be mad. Are you fucking serious? You're drinking. You're not even talking to me. I thought you'd be my boyfriend. Are you serious? Don't touch me. Fuck you all. Are you fucking shithead? Fuck you. I'm out. No, I don't want that. Actually, I'm out. Fuck you. Fuck you all. What's that here? Mann. Also, auf jeden Fall, für immer. Aber was hast du gesagt? Ich habe gesagt, er fand den Abend gestern sehr toll. Ja. Und habe dann gesagt, ja, aber längerfristig sieht er da... Irgendwie, dass sie zu jung und naiv ist oder so. Da wunderst du dich, dass sie so rausspringt, wenn du sagst, dass sie naiv ist? Ja, das erklärt aber dann einiges. Wenn du naiv sagst, dann wäre ich auch sauer. Schön, das stimmt. Ja, aber ich bin ja nun mal Künstler, ne? Das wisst ihr ja beide. Aber dann kannst du jetzt auch mal deine Sachen noch anbringen. Dann genau, das ja endlich mal ein bisschen... Folgendes, ich habe noch was für euch beide. Ich bin ja auch noch Künstler und auch noch Autor. So, und jetzt habe ich einen schönen Dialog für euch beide geschrieben. Und ich möchte, dass ihr euch den mal anschaut. Ja, gerne. Mir vorspielen könnt. Ja. Was für Bücher schreibst du? In welche Richtung ähnlich? Ich schreibe auch Erotikromane. Achso. Schön mit Betonung. Ja. Setz dich da einfach hinein. Oh ja, lass die noch einfach mal lesen. Genau, ja. Nichts als ein klagender Weichling sind sie. Sehen sie nicht die Wüste der Möglichkeiten, die das von ihnen verpönte Abendland bietet? Nicht das Wesen der Gesellschaft ist schuld an ihrer Lage. Es ist das ihre. Voller Blindheit suchen sie nach Antworten auf die falschen Fragen. So doch die einzig relevante Frage lautet: Verstehen Sie Spaß? Verstehen Sie Spaß? Ich bin so gar nicht. Also ich muss die Grundig bin ich so geworden. Ich habe es gehasst. Ja, das glaube ich. Du hast den Teller fallen lassen. Ich weiß.